Hallo, liebe Kinder, ich grüße euch. Ich bin's Jana. Ich habe für euch heute ein spannendes Thema, denn es geht nämlich um. Aufgepasst? Gleich werdet ihr sehen. In der Kugel. Um. Schnee, genau. Hier unten sammelt sich der Schnee in der Kugel. Und wenn man dann die Kugel umdreht, zack, kann man den Schnee beobachten, wie der wieder herunterfällt. Und mit Sicherheit konntet ihr das schon draußen beobachten, wie der Schnee vom Himmel fällt und alles weiß wird. Wir Schlitten fahren können oder mit dem Schlitten spazieren fahren können. Und wenn wir Glück haben, haben wir ab morgen richtig viel Schnee. Aber die Frage ist natürlich, woher kommt der Schnee? In einer Wolke ist es manchmal so kalt, dass die kleinen Wassertropfen zu Eiskristallen gefrieren. Zu mehreren vereint schweben sie als Schneeflocke zur Erde. Aber was ist eigentlich ein Kristall? Kristalle sind feste Körper mit einer gleichmäßigen äußeren Form. Wasser bildet Kristalle, wenn es gefriert. Schneeflocken bestehen aus einzelnen sternförmigen Schneekristallen mit 6 Strahlen. Und jetzt verrate ich euch was. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr sogar Kristalle selber herstellen. Ist das nicht ein tolles Experiment? Ich kann euch zeigen, wie. Und dann könnt ihr es zu Hause gerne nachmachen. Aufgepasst! Ich habe hier ein Einwegglas, ein großes. Und darin tue ich jetzt 2 Tassen, gleich große Tassen, 1, 2, da ist Zucker drin. Und die fülle ich jetzt hier rein. 1, 2. Zack. Und dann ist es wichtig, dass wir eine Tasse nehmen, in derselben Größe wie mit dem Zucker, und dazu heißes Wasser. Richtig heißes Wasser. Am besten aus dem Wasserkocher. Ich habe sie schon vorher gekocht. Das tue ich jetzt hier rein. Zack. Gepasst. Das will ich nicht hier rein. Zack. So, und das tun wir jetzt mit hier ins Glas. Ganz schnell. Und ihr merkt schon, das blubbert. Da muss man das jetzt ganz schnell umrühren. Am besten mit einem Löffel, mit einem langen Stiel. Rühren, 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 rühren. Zack, zack, zack. Mal schön rühren. So. Dass man eine dickflüssige Konsistenz hat. Anschließend nehmt ihr einen Bleistift oder geht auch Pinsel. Darin macht ihr 3 Nähgarn hier ran. 3 Stück. Schön hier festbinden. Und dann einfach hier rein. Zack. Und dann stellt ihr das am besten an einen warmen Ort, zum Beispiel auf der Heizung. Das ist ja immer warm. Und dann könnt ihr beobachten, was passiert. Ihr braucht aber ein bisschen Geduld. Das dauert nämlich ein paar Tage. Aber die Frage ist, was passiert jetzt? Na, was geschieht? Im Laufe einiger Tage werden sich an den Fäden, die hier drin in dem Glas sich befinden, an dem Pinsel, werden sich in Fäden und an der Glaswand kleine Zuckerkristalle bilden. Durch das Glas hindurch kannst du das Wachstum an den Fäden verfolgen. Bilden sich keine Kristalle, enthält die Lösung zu wenig Zucker. Dann kannst du es nochmal erhitzen und mehr Zucker dazugeben. Nach und nach werden die Kristalle immer größer. Wenn sie etwa einen halben bis einen Zentimeter Durchmesser haben, nimmst du sie einfach ab und legst sie zum Trocknen auf einen Teller.
Und das Schöne daran ist, wenn du zum Beispiel gerne Tee trinkst, dann kannst du diese Kristalle in deinen Tee rühren und dir schmecken lassen. Dann schmeckt dein Tee nämlich süß. Also dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Tschüss!